5 Tonnen Gewürze müssen wir einpacken. Haben wir noch 5 Tonnen? Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ja, wir haben 5 Tonnen Gewürze. Das ist noch schön zu wissen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, es kommt immer etwas zu erliegen. Kommt zum Erliegen. Dann 10 Tonnen von denen. Wir müssen noch einen holen. Wir haben ja 50, 50, 50. Da ist alles am Liegen. Wollen wir mal sehen, was die so hier rumtreiben. Die könnten eigentlich aufsteigen, mal so zu sagen. Aber da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr hinpflastern. So ein bisschen hingemacht und zack, dong, hingeschmissen. Da steigen die Wohnhäuser gleich doppelt auf. Was haben wir hier denn für einen Mist gemacht? Ja, lassen wir das auch einfach mal. Wir können eigentlich auch jetzt Stein-Dingsbums hinklatschen. Denn ich würde sagen, es wird, wie viel kostet das uns? Ja, 1200 haben wir schon. Dann noch einmal. Ach so. Ach, wir haben nur noch 19. Ja, das ist ein Mist. Auf jeden Fall haben wir jetzt die Hauptstraßen beziehungsweise die Achsen ein bisschen. Also ein Aufland bitte. Dann geht's nach unten zu dem Herrn hier, nach dem kleinen Kontor. So ist es nun mal, wenn man irgendwie. Kinder sind hier. Aber wie steht es um meine Entschädigung? Dann nehmen Sie bei Allah und auch dieses Geschenk. Mein Gott! Die Kinder sehen ziemlich mitgenommen aus. Nö, nö. Das ist den armen Seelen nur wieder. So, die brauchen hier eine Schenke. Mein Gott! Die Kinder sehen ziemlich mitgenommen aus. Ah. Das ist den armen Seelen nur widerfahren. Nix, nur dass sie es wissen. So, dann können wir das hier auch abliefern. Und dem Herrn. Was? Wo? Wie? Baba? Müssen wir das jetzt. Schau, wir müssen das in dem Herrn hier unten geben, in dem Al Jazeera. Kinder mussten in einem Bergwerk schuften? Schändlich! Ich sorge persönlich. Ich habe außergewöhnliche Waren für euch. So, abliefern. Aha. Ja, aha. Ich war wohl zu voreilig. Ach so, finde das Schiff. So, Zwischenspeicher, denn man weiß nie, was so los ist. So, finde das, was finde das versteckte Korsarenschiff im Südwesten. Machen wir gleich. Und das Poseidon wird auch gleich dahin segeln. In rasanter Geschwindigkeit. Ja, wie immer. Kinder suchst du? Ja. Schnüffel ja nicht herum sonst. Du solltest deine Nase nicht. Ich hatte befürchtet. Hassan Ben Said betreibt viele zwielichtige Geschäfte, aber Menschenhandel mit unschuldigen Kindern. Ich kann nicht länger untätig bleiben. Bringt mir Waffen und ich werde euch eine Entermannschaft überlassen. Gut, Eisen haben wir, aber... Mit Ben Said ist nicht zu spaßen. Lasst uns zusehen, dass wir uns angemessen verteidigen können, falls er angreift. Ja, wir müssen jetzt einfach mal aufstocken. Mit den ganzen Zeugs, da wir dann auch haben und werden haben, So ein bisschen ausrichten, dass das alles schön aussieht. Zack. Und wir können hier gleich das Ganze nehmen, wegreißen. Alles rum. Zap, 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 zap. Hier, die haben Eisen. Eisen haben wir im Überfluss, sagen wir mal so. Und die produzieren hier schön Waffen, Werkzeuge und anderen Schmarrn. Nun haben wir bessere Karten. So, da können wir da weggeben. Dann, wie viel braucht der Herr? 5 Tonnen von dem hier. Ach, wir werden es ihm einer abgeben. So, zack. Und nach unten. Dann haben wir auch wieder ein Quest abgeschlossen. Ah, gut. Zack. Ich
Wir sollten sofort aufbrechen und die Kinder an Bord des Kosarenschiffs retten. Ihr bringt ein. Entern Sie. Ach, kann nur von mir Waffen. Ihre Schiffe wird von Korsaren überfallen. Ja. Betriebe stellt keine Waren mehr her. Kleines Kriegsschiff, da können wir 10. Ihre Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Und jetzt brauchen wir noch 10 Waffen. Die produzieren die hier im Schnellzug. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Guck mal einer an. Die Waffen werden wieder produziert im Schnelldurchlauf. Einer nach dem anderen wird hier rumgesappelt, gezappelt, gemoppelt. Ja, ist immer so. Klosterbrauerei, bla 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 bla. Aber hier, schau dir doch mal das alles an hier. Die Weizen glühen, machen den ganzen Schweiß von der Arbeit. Die Mühlen knarren. Von der Arbeit, die Bäcker haben es auch nicht immer leicht. Und wo sind wir denn noch? Sehr erfreulich. Danke. Ja, haben wir jetzt eigentlich nur die 20. 24, natürlich, sehr toll. Dann können wir jetzt gleich. Kommt zum Erliegen. Zack. Und angeschmissen. Ich würde mal sagen, drehen wir die ganze Geschichte wieder so. Dann, wo ist unser, das ist unser Schiff. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. So, jetzt haben wir ein Schiff. Können wir dem übergeben? Ich würde sagen, so hin. Ansehen gehst du so. Zack, nach unten. Enten Sie das Kosarenschiff und befreien Sie Ihre entführten Kinder. So, nieder mit den Dinger. Nieder, 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 nieder. Verdammt. Schiff ist voll. Und die Kinder. Gott im Himmel, wir haben es geschafft. Nun lasst uns diese Kinder schnell von hier fortbringen. Ja, das machen wir schon. Und jetzt hopp, 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 hopp. Ich hatte eine Abmachung mit diesem Forecast. Ja, ja, die Abmachung, die schert uns nicht. Und wir haben hier sehr eine schöne Siedlung aufgebaut. Und das ist die Hauptsache. Nee, aber jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir 5 und 6. Eine Produktion. Die Korsarenschiffe sind gut bewaffnet und ihre Kapitäne echte Draufgänger. Wir sollten unsere Flotte. Arme Kinderchen, doch ihre Seelen werden heilen, während sie den tröstenden Worten unseres Herrn. Ja, ja, ja. Hassan Benza. Frischen alle Korsarenschiffe im Hafen. Oh, verdammt. Kann doch nicht wahr sein. Und nach dem nächsten gesucht. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Dafür wirst du büßen. Eines ihrer Schiffe wurde zerstört. Oh. Nicht so gut gelaufen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Es sind 4 an der Zahl. Ein Schiff. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Wir müssen mehr Schiffe aufbauen, auf jeden Fall. Jetzt haben wir noch 200. Wir bauen hier noch ein bisschen auf. Gut. Verdammt! Kann auch immer gleich alles rausschreien hier, was man so hat. An den ganzen Plunder! Holunder! Ein fairer Handel. Mann, wieder etwas dahingeschmissen. Gleich schon wieder. Betriebe stellt keine Waren mehr her.
Ist ja auch Logo. Wenn du hier die ganze Zeit rumquatschst, dann würde ich es auch machen. Hm, ja. Hast recht gehört. Nupi. Zack. Und zack. Zack, dann kommt die Innenstadt ein bisschen dran mit 23 noch. Ja, hat 12 gekostet hier. Ist Ende der Fahnenstange. Und haben 0. Nix, nada, ausgebucht. Zack, zack, zack. Oh, und hinüber. Und die Kinder schweifen wieder zur Schule. Denn es gibt keine Schule. Ja, ist schon wahr. Es gibt keine Schule. Hm. Die Schenke, wo sollen die hin? Irgendwo. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ach komm, wie oft wenn die einmal mal ein Häuschen? Ist ja nur tragisch. 20 Steine. Das wäre knapp. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Wo denn? Ach so, sorry. Eine ja, aufgestiegen. Ah, haben die Bauern wieder das Häuschen aufgebaut. Und das nächste auch gleich wieder. Und jetzt sind sie im Marsch. Nanu. Nanu. 3. Was? Wie? Nee. Hm. Scheiße. Wieso? Nein. Da müssen wir halt wieder ein bisschen rumpröbeln. Zack und zack, dann da ganze Wolle hingeschmissen. Wamp. Wamp. Und das Ganze verbunden mit der ganzen Klosterei hier. Und verbunden. So einfach geht's. Dann seid ihr mal zufrieden. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ihre Baumöglichkeiten wurden erweitert. Wohnen bitte! Aha, Schuldenturm! Ja, wir können jemanden einsperren! Ha. Druckerei, wollen die jetzt schon drucken? Die waren weg. Schuldenturm! Ha! Ist ja Logo, irgendwie. Ja, aber das können wir. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Wir müssen. Ihre Wasservorräte werden knapp. Schon wieder? Das. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. 110, also komm. Dann nochmals. Was haben wir gebraucht? Die. Mann! Vergessen, was wir da brauchen. Mensch, das ist typisch echt. Ja, kann man schon sagen hier. Was wollte ich denn? Mensch. Aha. Ja, danke. Holz, Holz, genau Holz. Das hier hinkleistern. Holz, 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 Holz. Zack, zack, zack. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Womp. Womp. Und zack. Und zack, fertig. Jetzt können die holzen. Richtig, Holz, Holz, holzen. Jetzt geht's auch wieder schneller hier voran. Und wie seid ihr so zufrieden heute? Wieder ein bisschen besser unterwegs. Ja, die Tonnen gehen auf. Obwohl, runter, rauf, füllen sich wieder. Ja, wieder auf 1 runter. Oh. Seht sie euch an. Herrlich, diese Kriegsschiffe. So, haben wir gleich wieder 2 auf Lager. So, 1 dahin. Dann das hier. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Das. Wieso liegt das da? Hm. Komisch. Kommst einmal hier hin. Ja, das sollte reichen. Insgesamt haben wir dann 4. Einfach die tollen Seile reichen nicht irgendwie. Aber wo sollen die da hin? Hm. Ah,
Jetzt haben die genug Holz. Jetzt können wir Holz verkaufen hier. Guck doch mal einer an hier. Einer ihrer Betriebe